Das Schweizer Oktett gibt es ja schon eine ganze Weile. Wir sind eine Gruppe von 3 Bläsern und 5 Streichern, eine Schubert-Oktett-Besetzung. Unser Repertoire ist begrenzt, also das Schubert-Oktett kann man auch nicht die ganze Zeit spielen. Und das hat zur Folge gehabt, dass wir jedes Jahr immer wieder ein neues oder 2 neue Werke neu arrangiert haben und aus der Taufe gehoben haben in einem unserer Konzertfestivals. In den letzten 11 Jahren durfte ich diesen Part übernehmen des Arrangeurs und das macht mir sehr viel Spaß. Und das neueste Projekt ist eben unser Wagner-Projekt. Wie es dazu gekommen ist, also es gibt eine Aufnahme der Berliner Philharmoniker mit Lorin Marcel mit dem Titel Der Ring ohne Worte. Das ist eine Kurzfassung des Rings, 70 Minuten lang, eine kompakte Version. Und das war damals meine erste Berührung eigentlich mit Wagner. Irgendwann hatten wir diese Musik so intus, also ich konnte die schon fast auswendig. Wir haben natürlich, sind natürlich auch viel rumgefahren und das lief dann eigentlich die ganze Zeit. Wer kommt als Musiker schon nach Bayreuth? Das war eigentlich praktisch unmöglich. Auch meine Zeit da im Bayerischen Rundfunk war abgelaufen. Also so kam das eigentlich dazu, dass ich mich dann hingesetzt habe und gedacht habe, probieren kann man's. Ich war mit der Idee erstmal ganz alleine. Zwischendurch habe ich dann auch den Jens gesehen und mal gesagt, ja, ich mache jetzt was von Wagner. Und ich glaube, er hat dann so ein bisschen verständnislos gelächelt. Aber schlussendlich ist ja alles wirklich sehr gut rausgekommen. Und das Ziel war, eine Fassung zu erstellen, die sowohl den großen Wagner-Klang, orchestralen Wagner-Klang und den Wagner-Spirit in sich trägt, als auch kammermusikalische Aspekte reinbringt, die, wo wir uns als Gruppe dann in der kammermusikalischen Spielfreude dann wiederfinden. Es gibt bereits schon viele Veranstalter, die sich auch für dieses Projekt interessieren. Und ich freue mich ganz, ganz fest auf alles, was kommt und diese Freude dann mit Ihnen, liebes Publikum, zu teilen.